Oh, guck mal da. Sie hat Leslie gefunden. Scheint's gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Wie zum Henker hat sie jetzt Leslie gefunden? Beziehungsweise, wo war er? Bessere Frage. Na gut, darf ich da auch wieder weg? Ja. Wunderbar. Wir jagen hinterher. Oh, was war das? Dreischützer. Naja, da sind wir voll. Leider. Leider, leider, leider. Was haben wir hier noch? Oh ja, wir haben endlich genügend fürs Voll-Upgrade. Machen wir dann beim nächsten Besuch. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du... beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Ruvik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Okay, Ben, du Vollidiot. Joseph. Das war gemeint mit Kapitel Opfer. Ach doch, für uns geht es natürlich wieder abwärts in die Kanalisation. Ah, oh, scheiße. Kapitel 13 überlebt. Schön. Wir ja. Unser Kamerad Joseph anscheinend nicht. Oder vielleicht doch. Mal schauen. Nächstes Kapitel. Wir werden sehen. Kapitel 14. Hintergedanken. Oh, ein erneutes Treffen mit Laura. Ja, mal schauen. Erstmal den Dreck wegräumen. Und... ah, und oder mit mir. Nee, oder mit dir. So. Joseph, du darfst nicht tot sein. Jep, das wäre nämlich sehr unschön. Kameraden zu verlieren. Vor allen Dingen durch eine Kameradin. Eine Anfängerin, wohlgemerkt. Man selbst am Einlernen war, die aber aus unerfindlichen Gründen mehr über das Ganze hier zu wissen scheint. Was dann natürlich auch wieder komisch ist. Ah, nö, oder? The Brains, the Pinky and the Brains, da 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 da. Schließfächer. Munition. Sehr schön. Fahrkarten bitte. Oh, ein Medikit. Lange kann es mehr halten. Ein Kartenfragment. Streichhölzer sind voll. Und Gehirnwasser. Ich würde gerne mal zurück mein Upgrade durchführen. Hm. Ah, guck an, da kann man zurück. Da hat man eine Flasche.
Oh. Okay, verstehe. Ach du Penner, was machst du denn da? Alles vermieden, wa? Boom. 30.000 haben wir jetzt sogar insgesamt. Richtig viel und ein neues Tagebuch. Mein liebes Bestchen, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit so nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnungen beigefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst, aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte, tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Okay, liebe Myra, dann möchte ich das doch durchaus tun. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Ja, deswegen sind wir auch da. Lebensanzeige. Ach nee, 25.000 hatte ich gebraucht. Ah, okay. Na, das schadet jetzt auch nicht. Scharfschützengewehr könnte man abben, aber. Gibt es was, das ich besser abben sollte? Vor allen Dingen 10 Granatenreserven-Slots. What the fuck? Als ob man jemals 10 Granaten hätte. Höre ich doch von meiner Shotgun vielleicht einfach noch die Munition. Crit. Ja, komm. Und die Nachladegeschwindigkeit verringern. So, das ist also der vollständige Lebensbalken, den wir erhalten können. Gut, ist jetzt nicht so riesig wie eventuell erwartet. So, hier können wir jetzt noch Munition holen. Eine. Oh, noch eine. Also haben wir noch 2 Munitionspatrönchen zu Hause liegen. Und noch ein kurzer Speicherbesuch. Gibt doch auch wieder eine Missing-Anzeige. Jawohl. Vermisst Ivan Dias. Der freie Journalist kehrte von seinen Recherchen für einen Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurden in Elk River gefunden. Büro mit Verbindung zu Auslandsgeheimdienst abgebrannt. Erste Festnahmen. Ein Gebäude des Sozialdienstes in der Gemeinde ist abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung als Tarnung für den Auslandsgeheimdienst diente. Okay, das wäre natürlich komisch, wenn der Auslandsgeheimdienst hier eine Stellung hat, ne? Das muss man dann natürlich überwachen. Weiterer Grund für einen Überwachungsstaat. Jaha! American Way! Nein, Kamerad, ich trau dir nicht. Du bist am Leben. Sag ich doch. Blut mal nicht den Boden. Feuer, der ist ganz frisch. Fuck. Alter, er lebt immer noch. Verdammter Penner. Da unten keine Bombe. Doch.
Knapp. Sehr schön. Wir haben jede Menge Materialien. Und es geht immer tiefer hinab. Aber U-Bahn-Station, ich erinnere mich, wir wollten ja über ein bestimmtes Netzwerk da ja hinüber. Vielleicht ist das ja noch intakt und vielleicht sind wir ausgerechnet auch genau in der Reichweite dessen. Ja, das ist nochmal so ein Spezi. Zack. Den hat es jetzt erstmal umgehauen. Für die da hinten im Anzug sollte ich dann die Mac benutzen. Obwohl, ein guter Headshot. Und... Bam! Bitch. Verzeihung. So. 4 Schuss haben wir. 2 komische Gegner sind da hinten. Einer Scharfschütze. So. Nummer 1 ist down. Der andere schaut sich um, hat keinen gefunden, rennt. Rennt schneller. Aber hat mich doch gesehen. Zack. Und dann gibt's eins mit der Mac. So, dann sehe ich hier überall Leichen noch herumfliegen. Gehe ich vielleicht mal... Oh ja. Dachte ich mir. Die sind nicht tot. Langsam anschleichen. Du bist mir im Weg. Oh, man hätte hinten reinschleichen können. Guck an. Hui, knapp. So, und die hier. Kann ich die auch gescheit ausschalten? Ja. Sehr schön. Und lieber einfach mal verbrennen. Ey, ja. Schiss. Geht doch. So, 10 Stück haben wir noch. Läuft. Die haben wir wirklich gut auseinandergenommen. Jetzt 2 neue. So, langsam vorwärts. Aufpassen auf Fallen. So aussieht, sind wir jetzt alleine. Sehr gut. Pistolenmunition. Und dann geht's davon schon raus. Oh, guck an. Da ist ein Explosive. Da ist noch mehr Explosive. Zerrissen. Und mich auch ein bisschen. Mist.